Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Er war bei Gott. Von Anbeginn an. Er war da im Paradies. Bei Adam und Eva. Er war da bei Noah. Während der Sintflut. Er war da bei Abraham, als jener erwählt wurde. Abraham, ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Er war da, als Moses unser Volk aus Ägypten führte. Ich werde mit dir sein. Des Kampfes in das gelobte Land. Er war immer an unserer Seite. Jerusalem, unsere neue Heimat. Er war das Licht, das uns leuchtete in der Dunkelheit. Dann kam er in die Welt. Ein Stern wird aufgehen aus Jakob und ein Zepter wird aufkommen aus Israel. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Verzeiht. Ich glaube, euer Sohn ist der prophezeite König seines Volkes. Wie soll sein Name sein? Jesus. Sein Name ist Jesus. Ich bin Johannes. Und ich war einer seiner Jünger. Nach all dem, was ich sah, wie hätte ich ihm nicht folgen können? Israel. Die Israeliten. Unsere jüdische Nation. Unter römischer Herrschaft. Im Namen von Herodes und Rom, ihr müsst die Steuern zahlen. Los, den Weg, geht zur Seite! Na los! Besetzt und unterjocht. Raus damit, alle! Die, die sich widersetzten, wurden vernichtet. Wir sehnten uns nach einem Retter, dem Messias. Aber stattdessen bekamen wir einen neuen römischen Statthalter, Pontius Pilatus. Halt! Was
Was ist da los? Ich kann es nicht hochheben, es ist zu schwer. Perfekt. Warum halten wir hier? Ein gebrochenes Wagenrad. Worauf wartet ihr? Macht den Weg frei. Zur Seite damit! Wie lange wird das noch dauern? Es geht gleich weiter. Los! Zur Seite! Zur Seite! Macht Platz für den Präfekten! Es geht nicht! Ich habe alles versucht! Weg frei für Pontius Pilatus! Wartet, ich versuch's noch! Bitte! Geil! Nicht! Steig mein Boden! Brauchst du Hilfe? Ich brauche niemanden, der mir hilft. Und außerdem gibt es gar nichts zu helfen. Hey! Du kannst nicht so einfach in mein Boot. Du hast recht. Du musst mir dabei helfen. Was willst du denn hier? Wir gehen fischen. Hier gibt's keinen Fisch zu dieser Tageszeit. Genauer gesagt gibt's hier zu keiner Tageszeit Fisch. Petrus. Gib mir nur eine Stunde und ich schenke dir ein ganz neues Leben. Und wenn ich keins will? Ich habe dir gesagt, da draußen gibt es keinen Fisch. Fische. Ja.
Wie konnte das geschehen? Was hast du getan? Ich gebe dir die Chance, dein Leben zu ändern. Petrus, komm mit mir. Gib das Fischen auf und ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Und was werden wir dann tun? Die Welt verändern. Als Jesus zu mir gesprochen hatte, folgte ich ihm. Noch andere schlossen sich uns an. Jeden Tag vergrößerte sich die Zahl seiner Anhänger. Und alle, die ihn hörten, erlagen seiner Kraft. Deine Rechte, die ich dir heute gebiete, dass es dir wohlgehe. Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel und die Erde und alles, was darin ist, das ist des Herrn, deines Gottes. Ihr solltet tun, was richtig ist und was gut ist. Im Angesicht des Herrn. Seht mal da drüben. Ja, da drüben. Der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu handeln. Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie ein Senfkorn, das der Mensch genommen und auf dem Acker gesät hat. Es ist das kleinste Samenkorn auf der Welt. Und wenn es gesät wurde, geht es auf und wird größer als alle Kräuter. Es wird ein Baum. Rabbi. Er ist gelähmt. Deine Sünden sind dir vergeben, mein Sohn. Habt ihr das gehört? Er hat ihm seine Sünden vergeben. Ich dachte, nur Gott kann das. Ist das nicht Blasphemie? Er weiß es. Das ist Blasphemie. Ist das deine Absicht, mein Freund? Antworte mir. Sag mir, was ist leichter? Zu sagen, seine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh.
warte! Der Menschensohn hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Freunde! Was soll das hier? Nicht einmal Moses selbst hat geglaubt, er könne Sünden vergeben. Hast du nicht gehört, was unser Lehrer sagt? Auf wessen Vollmacht hin denkt er, das tun zu dürfen? Auf seine Vollmacht hin. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und euer Freund könnte gesteinigt werden für so eine falsche Behauptung. Dies ist erst der Anfang. Gehen wir! Seid gegrüßt, Präfekt. Willkommen in Judäa. Ich hoffe, eure Zeit hier wird erfolgreich und friedvoll sein. Ich werde dafür sorgen, dass dem so sei. Befehle von Cäsar. Diese Unruhen müssen aufhören. Volk arbeiten für Rom. Das macht mich krank. Diese Verräter. Ziehen wir weiter. Stinkendes Ungeziefer. Du solltest dich fern von ihnen halten. Zwei Männer gingen hinauf zum Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer betete: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Kein Dieb, kein Ehebrecher und auch kein Zöllner. Aber der Zöllner wollte nicht einmal die Augen zum Himmel heben. Er sprach: Gott, verzeih mir, sei mir gnädig. Ich bin ein Sünder. Gott segnete den Zöllner und nicht den Pharisäer. Jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und jeder, der sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Matthäus, komm. Seht ihr! Jetzt ruft er sogar Sünder auf, ihm zu folgen. Welche Sünden wurden wohl von seinen anderen Anhängern begangen? Sogar die Zöllner. In keinem von denen steckt was Gutes. Thomas, Jesus ist nicht gekommen wegen der Guten, sondern wegen der Sünder. Er gibt Menschen eine zweite Chance. Das sollten wir auch. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Betet zu ihm, und er wird euch erhören.
Und wie sollen wir beten, Rabbi? Etwa so. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Gesetz befiehlt uns, so eine Frau zu steinigen. Was sagst du dazu? Gebe meinen Stein dem ersten Mann, der zu mir sagt, dass er noch nie gesündigt hat. Geh und sündige nie wieder. Danke. Danke. Das darf so nicht weitergehen. Er macht unsere Gesetze lächerlich. Beleidigt die Tradition unserer Väter. Alles, wofür wir so hart gekämpft haben. Unseren Glauben. Unsere Gemeinschaft. Alles, was Gott uns gegeben hat. Ihr wisst, es steht geschrieben, du sollst nicht Ehebruch begehen. Wieso schließt du dich uns nicht an? Ich sage euch, jeder Mann, der eine Frau lüstern ansieht... Du bist uns willkommen, Bruder. Wieso folgt ihr ihm? Er führt uns zu etwas, das größer ist. Wacht auf. Er ist ein gefährlicher Mann. Hohe Priester, Nikodemus ist hier. Er will euch sehen. Kaiphas. Nikodemus. Es gibt Berichte über einen jungen Propheten, Jesus von Nazareth. Er hat eine große Anhängerschar in Galiläa. Man sagt, er kommt nach Jerusalem. Galiläa? Er soll Wunder vollbringen. Das tun sie doch alle. Nikodemus, keine Sorge. Noch nie kam irgendwas Bedeutendes aus Galiläa. Thank you.
So ein friedlicher Ort. So ist es gut. Mach uns da fest. Rabbi, lass mich dir helfen. Ich danke dir, Vater, für das, was du uns gegeben hast. Unser Vater im Himmel ernährt die Vögel in der Luft. Wie viel mehr wird er euch geben? Geben. Stellt Gott an erste Stelle und alles andere wird folgen. Wenn ihr hungert nach Gerechtigkeit, dann werdet ihr satt. Durch mich. Er hat gesagt, bittet. Und euch wird gegeben. Johannes, wir können sie alle sehen. Nicht auf diese Weise. Nicht mit Gewalt. Messias! 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 Wo geht er hin? Was ist los? Messias! Messias! 5000 sind gekommen, um ihn zu sehen. 5000. Jetzt nennen sie ihn den Messias. Die Menschen heute haben dich König genannt. Sie denken, du seist der Messias. Aber du scheinst das zu ignorieren. Willst du nicht unser König sein? Was denkt ihr, wer ich bin? Du bist der Sohn Gottes. Das kannst du nicht gewusst haben. Niemand hat dir das gesagt, Petrus. Es wurde dir von Gott offenbart. Du bist Petrus. Und auf diesem Fels werde ich meine Kirche errichten.
Morgen werde ich euch am anderen Ufer treffen. Weiter, weiter! Hier! Wieso ist er weggegangen? Gerade jetzt, da wir stark werden. Der Messias würde uns nicht so zurücklassen. Der Messias sollte ein Krieger, ein Eroberer wie David sein. Judas, Gewalt ist nicht der Weg. Dann sag mir, was der Weg des Messias ist. Er ist anders. Aber Maria, was ist, wenn er nicht der Messias ist? Wir riskieren unser Leben. Wofür? Thomas, er hat uns seine Macht gezeigt. Wir müssen ihm vertrauen. Er hat gesagt, er trifft uns auf der anderen Seite. Lasst uns aufbrechen. Alles zu bedeuten. Der Aquädukt. Die Leute sind wütend, dass die Römer für seinen Bau die Tempelgelder benutzt haben. Die Menge ist auf dem Weg zu Pilatus. Was? Er wird sie zurechtstutzen, bevor sie dort ankommen. Braucht Wasser. Ihr glaubt, euer Gott würde euch das bringen? Nein, das tut er nicht. Aber Rom. Es ist an der Zeit, dass ihr begreift, was eure Herren für euch tun.
Nichts wird Pilatus aufhalten. Er ist erbarmungslos. Martha, was ist los? Mein Bruder ist tot. Führ mich zum Grab. Er liegt dort schon seit 4 Tagen. Lazarus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt. Wer da glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubt an mich, und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich wusste, die Nachricht von diesem Wunder würde sich rasch verbreiten. Niemand konnte darüber hinwegsehen. Und schon gar nicht die Herrschenden. Kaiphas! Man sagt, Jesus habe einen Mann von den Toten auferstehen lassen. Was? Er wird hier sein, in Jerusalem, zum Pessachfest. Nein. Aber wenn er kommt, mit Tausenden von Anhängern, wird die Stadt überfüllt sein mit all denen, die auch zum Fest eintreffen werden. Nikodemus, du hast recht. Die Römer werden wieder eingreifen. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Wundermann, dieser Betrüger, das Pessachfest stört. Weiß Pilatus davon? Wo ist meine Frau? Es ist schon spät. Claudia, was ist los? Ich habe einen Mann gesehen. In einem Traum. Der Mann wurde geschlagen und getötet. Ein unschuldiger Mann. Ein heiliger Mann. Ein guter Mann. Helft eurer Herrin zurück ins Bett. Nein. Das war eine Warnung. Du warst es, der ihn umgebracht hat.
Verzeiht. Ich glaube, euer Sohn ist der prophezeite König seines Volkes. Wie soll sein Name sein? Sein Name ist Jesus. Jesus wird nun aus dem Buch Jesaja lesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, um den Armen das Evangelium zu verkünden. Er hat mich gesandt, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und wieder sehend zu machen die Blinden. Und die Bedrückten in Freiheit zu entlassen. Heute hat sich dieses Wort der Schrift erfüllt. Was sagst du da? Was ist? Was ist? Was willst du damit sagen? Dass du all das erreicht hast? Dass du der Messias bist? Der Auserwählte? Gesandt von Gott? Nein! Ich sage dir, du musst das Wort Gottes annehmen. Wie kannst du es wagen? Das ist ein Sakrileg! Er hat nie das Gesetz studiert! Dieser Mann weiß nichts! Sein Heilen ist das Werk von Dämonen! Es hat begonnen. Er untergräbt unseren Glauben! Er hilft Ehebrechern! Petrus! Halte ihm die andere Wange hin. Du wirst den Preis dafür bezahlen! Wie dein Freund, Johannes der Täufer! Hast du es nicht gehört? Er wurde hingerichtet! Enthauptet! Er war ein guter Mann. Bitte taufe mich. Johannes war der größte Lehrer, den ich je kannte. Er war mehr als ein Prophet. Unsere Arbeit geht weiter. Schon bald gehen wir nach Jerusalem. Jerusalem. Es ist zu früh. Und zu gefährlich. So weit sind wir nicht, Judas. Wieso sind wir alle hier? Um den leichten Weg zu gehen? Wir müssen die Botschaft nach Jerusalem bringen. Direkt in das Herz der Macht. Wir zogen nach Jerusalem. Tausende waren auf dem Weg dorthin wegen des Pessachfestes. Messias!
ist er jetzt? Er ist gerade in der Stadt angekommen. Auf einem Esel. Seht ihr, euer König kommt zu euch. Rechtschaffend und siegreich. Demütig reitet er auf einem Esel. Und wo will er hin? Zum Tempel. Er darf das Pessachfest nicht stören. Gott wird uns alle mit seinem Zorn bestrafen. Und wer weiß, wie Pilatus reagiert, wenn die Menge außer Kontrolle gerät. Nikodemus, geh mit Malchus. Wenn er den Tempel betritt, beobachtet ihn. Lasst euch nicht verjagen. Geht. Der König ist gekommen! Der Messias! Das ist Barabbas. Der Messias! König von Israel! Wieso hast du uns nicht erlöst? Befreie uns von der Herrschaft der Römer! Wir kommen in Frieden, Barabbas. Aus dem Weg! Steht es nicht geschrieben? Wartet! Steht es nicht geschrieben? Mein Haus! Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein! Aber ihr macht es zu einer Höhle von Dieben! Wer bist du, dass du so mit uns redest? Wir lehren das Gesetz, nicht du. Ihr predigt erhabene Gebote und liebt eure Vorstellung von Frömmigkeit im Tempel. Ihr Heuchler. Das ist empörend. Und ihr wart keine große Hilfe. Er ist ja schlau. Und die Menschenmenge verehrt ihn. Und etwas an ihm ist ungewöhnlich. Nichts an ihm ist ungewöhnlich, abgesehen von der Fähigkeit, Unruhe zu stiften.
Wenn er zurückkehrt, fordere ihn heraus. Mach, dass seine Anhänger begreifen, dass ihr Messias nur ein einfacher Bauer ist. Perfekt. Wir essen. Ja, ein Jude hat für Aufruhr im Tempel gesorgt. Und? Er hat eine große Anzahl von Anhängern. Wie ist sein Name? Sie nennen ihn Jesus von Nazareth. Meine Diener sprechen über ihn. Das ist Kaiphas Angelegenheit. Aber behaltet die Leute im Auge. Wenn die Menge außer Kontrolle gerät, schließe ich den Tempel. Fest hin oder her, das ist mir egal. Danke dir sehr. Das ist sehr freundlich. Wo ist Judas? Hast du ihn gesehen? Nein. Ich bin sehr besorgt. Alles gerät außer Kontrolle. Sucht mich auf, wenn ihr meine Hilfe braucht. Eine milde Gabe für einen armen alten Mann. Es ist viel schwieriger, dass ein Reicher in das Himmelreich Gottes eingeht, als dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Das Wichtigste ist, dass du deinen Nächsten liebst, so wie dich selbst. Meister! Es heißt, ihr seid gelehrt. Also sagt uns, sollen wir den Römern Steuern zahlen? Nein! Nun, Meister, sollen wir den Römern Steuern zahlen, oder? Nein! Nein, nicht zahlen! Nicht zahlen! Nicht zahlen! Israel! 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 Sag es ihm! Wessen Gesicht ist auf der Münze? Cäsars. Dann gebt dem Cäsar, was des Cäsars ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Priester, dieser Mann, dort, bei Jesus, er ist an mich herangetreten. Er will uns helfen. Tatsächlich? Das könnte von Nutzen sein. Ihr habt euch von ihm überlisten lassen. Es gibt vielleicht doch noch einen Weg, mit ihm fertig zu werden. Siehst du all diese großartigen Gebäude? Nicht ein Stein auf diesem Platz, nicht ein Stein wird am Ende auf dem anderen stehen. Was hat er gesagt? Dass nicht ein Stein auf dem anderen stehen bleibt.
Er hat vor, unseren Tempel zu zerstören. Wir müssen schnell handeln, aber vorsichtig. Wir können ihn nicht auf offener Straße verhaften, sonst wird es einen Aufstand geben. Oh nein, nicht am Pessachfest, nein. Nein. Wir müssen ihn ganz unauffällig in der Nacht vor dem Pessachfest verhaften. Malchus, wie war der Name dieses Jüngers, den ihr mir gezeigt habt? Judas, Hohepriester. Judas, ja. Bringt ihn zu mir. Hierher. Perfekt. Ihr müsst kommen. Es gibt Ärger. Römische Abschaum! Römische Diebe! Nieder mit den Römern! Römische Abschaum! Römische Abschaum! Ihr Diebe! Ihr römischen Diebe! Römische Abschaum! Ihr Diebe! Seitdem ich Präfekt bin, stellt ihr Juden meine Geduld auf eine Zerreißprobe. Und jetzt reicht es mir. Ja, aber Präfekt... Ich spreche jetzt! Wenn die Unruhen, die heute stattgefunden haben, sich morgen wiederholen, werde ich den Tempel augenblicklich schließen lassen. Und es wird kein Pessachfest geben. Ich verhänge auch eine Ausgangssperre über die Stadt. Jede Rebellion wird im Keim erstickt. Habe ich mich absolut klar und deutlich genug ausgedrückt? Was habt ihr zubereitet, Maria? Probier. Hier. Rabbi! Willkommen. Ich bin hier aus freien Stücken. Der hohe Priester weiß nichts davon. Was will er hier? Judas! Euer Freund aus Galiläa hat für ziemliche Unruhe gesorgt. Es lässt sich nicht leugnen, dass er Anhänger hat, insbesondere unter den weniger gebildeten Elementen. Aber ihr, Judas, ich bin beeindruckt. Er hat eine Macht. Es ist schwer für mich, das in Worte zu fassen. Eine Macht, Unruhe zu verbreiten. Dinge durcheinander zu bringen. Er greift die Geldwechsler an. Droht mit der Zerstörung des Tempels. Dem Allerheiligsten. Wenn er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Ben, würde er dann das Haus Gottes angreifen? Der wahre Messias wird Israel vereinen und nicht Zwietracht sehen. Was wollt ihr von ihm? Wir wollen nur reden.
Wenn die Römer eingreifen, könnt ihr euch das Gemetzel vorstellen? Das wäre das Ende des Tempels. Das Ende unseres Glaubens. Das Ende unseres Volkes. Wollt ihr das etwa, Judas? Judas, ihr seid sein Freund. Bringt ihn zu mir, diskret. Lasst uns versuchen, das Schlimmste zu verhindern, solange wir es noch können. Und was kriege ich dafür? Gut. Wir erwarten von euch ganz bald was zu hören. Es heißt, ihr könnt Wunder vollbringen. Ihr hättet das Königreich Gottes gesehen. Jeder kann das Königreich Gottes sehen. Aber man muss von Neuem geboren werden. Von Neuem geboren? Wie kann man von Neuem geboren werden? Du wirst wiedergeboren werden. Nicht in Fleisch, aber im Geist. Der Wind weht, wohin er will. Man weiß nicht, wo er herkommt. Oder wohin er geht. Und so ist es, wenn der Geist in dich geht. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingegeben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Malchus, irgendeine Nachricht von Judas? Nichts, Hohepriester. Ich werde nicht länger warten. Noch heute Nacht verhaften wir den falschen Propheten. Woher wissen wir denn, dass er ein falscher Prophet ist? Deutet denn an ihm irgendetwas darauf hin, dass er der wahre Messias ist, so wie es in unserer Heiligen Schrift geschrieben steht? Er wird nach unserem Gesetz verurteilt werden. Wir müssen diesen Mann beseitigen, oder die Römer werden alles zerstören. Beseitigen? Ja, Nikodemus. Das Leben eines Bauern für die Zukunft von Gottes Volk. Was hat er vor? Mit uns zusammen essen? Nur ein Abendmahl? Ja, das weiß ich doch, aber... Und deswegen geht das nicht. Was wird denn passieren? Wir danken dir, Gott, durch dessen Wort alles kommt. Amen. 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 Hier bitte. Johannes?
Dies ist unser letztes gemeinsames Mal. Bevor ich sterbe. Was meinst du? Ich werde an meine Feinde verraten werden. Verhaftet. Und zum Tode verurteilt. Habt keine Angst. Vertraut auf Gott. Vertraut auf mich. Ihr kennt den Weg. Ihr wisst, wohin ich gehen werde. Das wissen wir nicht. Woher sollen wir den Weg kennen? Ich bin der Weg. Die Wahrheit. Und das Leben. Hier. Dies ist mein Leib. Dies ist mein Blut. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ich gehe zum Vater, aber ich werde immer bei euch sein. Aber ich sage euch, dass einer von euch hier mich verraten wird. Wer? Der, der dies ist. Ich werde es nicht sein. Ich werde dich nicht verraten. Tu es schnell. Lass ihn gehen. Ihr werdet alle an mir zweifeln. Rabbi! Ich werde nicht zweifeln. Ich will mein Leben für dich lassen. Wirst du das? Das werde ich. Petrus.
Ich sage dir, noch vor dem Morgengrauen wirst du mich dreimal verleugnen. Judas, wo ist er? Ich... Weißt du, wo er jetzt ist? Ich weiß, wo er hingeht. Führe meinen Diener zu ihm. Wacht auf und bleibt wach. Die Zeit ist gekommen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich muss beten. Vater! Ich weiß. Es muss sein, wie du es willst. Vater, nimm dies von mir. Verschone mich. Gott, ich weiß, du bist zufrieden mit mir, denn du bestärkst mich in Aufrichtigkeit. Wir danken euch, unseren Vorfahren, dass ihr über uns gewacht habt. Lobet den Herrn, den Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen und Amen. Wenn du es willst, Vater. Wenn du es willst, ist dein Wille auch meiner. Tu das, wozu du hier bist. Verräter! Ergreift ihn! Ergreift ihn! Petrus! Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen.
Luft! Komm schon, los! Vorwärts! Na los! Vorwärts! Was ist mit dem hier? Los, verschwinde! Komm schon! Ich verlasse sie nicht! Komm jetzt! Petrus! Komm mit, Maria! Das könnt ihr nicht machen, das ist nicht rechtmäßig. Unsere Gelehrten sagen, es muss vor Gericht bei Tageslicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Es ist notwendig. Wieso die Eile? Ihr wisst wieso. Pilatus will den Tempel schließen. Wir müssen diesen Jesus beseitigen. Aber was, wenn er der ist, der er zu sein behauptet? Genau das werden wir durch ein Verhör herausfinden können. Jetzt. Mit Gottes Führung. Gott fordert, dass wir uns dem Gesetz beugen. Muss ich euch daran erinnern, was das Gesetz sagt? Jeder Mann, der nicht gehorcht dem Richter oder dem Priester, soll zum Tode geführt werden. Jeder! Brüder, ich danke euch, dass ihr zu dieser Stunde gekommen seid. Ihr wisst, ich hätte euch nicht gebeten, wenn die Lage nicht so ernst wäre. Hebt ihn hoch. Jesus von Nazareth, du wirst der Blasphemie beschuldigt. Sohn. Jesus ist verhaftet worden. Verhaftet? Wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Verhaftet? In der Nacht? Sie wollen es geheim halten. Sie wollen keinen Aufruhr. Er hat sich der Dämonen bedient, um zu heilen. Er hat gedroht, den Tempel unseres Herrn zu zerstören. Aber, Brüder, hören wir ihn an, bevor wir richten. Also haben wir ihn eingeladen, den Propheten, um zu sprechen. Wie lautet die Botschaft, die du von Gott bringst?
Nichts? Du willst nichts sagen, sicher? Sag uns eins. Bist du der Auserwählte? Bist du der Sohn Gottes? Ja, der bin ich. Und ihr werdet mich kommen sehen, mit den Wolken des Himmels und sitzen zur rechten Hand Gottes. Das ist so abstoßend mit Gott! Du Betrüger! Du Narr! Blasphemie! Wir haben genug gehört. Es kann nur ein Urteil geben. Schuldig. Das ist falsch. Das bringt Schande über unseren ältesten Rat. Oder etwa nicht? Folgendes tue ich kund. Jesus von Nazareth wurde heute vor das oberste Gericht der Hohenpriester gestellt. Und sie befanden ihn für schuldig der Gotteslästerung und der Absicht, den Tempel zu zerstören. Die Strafe ist der Tod. Hier! Nehmt euer Geld zurück! Ich hab dich schon mal gesehen. Du kennst ihn. Nein. Ich kenne ihn nicht. Du hast ihn Rabbi genannt. Ich habe nichts zu tun mit ihm. Doch, du kennst ihn. Ich hab dich mit ihm gesehen. Ich kenne ihn nicht. Petrus. Du wirst mich dreimal verleugnen. Hab keine Angst. Bringt ihn zu Pilatus. Präfekt, der Hohepriester Kaiphas ist mit den Ältesten hier, um euch zu sprechen. Seid gegrüßt, Präfekt. Präfekt, wir brauchen eure Hilfe. Wir haben einen gefährlichen Verbrecher zum Tode verurteilt. Und? Dann richtet ihn hin. Das dürfen wir nicht. Es ist eine angespannte Zeit, wenn mein Volk seine Befreiung von Unterdrückern der Vergangenheit feiert. Er behauptet, unser König zu sein und stachelt die Menge zur Rebellion auf. Eine Rebellion, die ganz Jerusalem erfassen könnte. Caesar wäre sicher nicht erfreut. Sein Name? Jesus von Nazareth. Ich hoffe, ihr verschwendet nicht meine Zeit. Ich werde mir den Gefangenen ansehen. Also, sag mir, wer du bist.
Bist du der König der Juden? Fragst du das? Oder fragst du im Auftrag von anderen? Bist du ein König? Deine eigenen Leute und der Hohepriester sagen, dass du das von dir behauptest. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn es das wäre, würden meine Diener gegen meine Verhaftung kämpfen. Mein Königreich ist an einem anderen Ort. Dann bist du also ein König. Du sagst, ich sei ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wahrheit? Was ist Wahrheit? Den ich im Traum gesehen habe. Sie wollen, dass er gekreuzigt wird. Das darfst du nicht. Sie sagen, er wird einen Aufstand anzetteln. Das darfst du nicht. Wenn ich es nicht tue, wird Kaiphas mir die Schuld für die Revolte geben. Cäsar wird denken, dass ich versagt habe. Er hat mich schon einmal gewarnt. Ein zweites Mal wird es nicht geben. Das wäre mein Ende. Unser beider Ende. Die einzige Schuld, die ihn trifft, ist, irregeleitet zu sein. Er verstößt gegen das Gesetz. Euer Gesetz. Nicht Cäsars. Präfekt. Dann tragen wir auch keine Verantwortung für das, was das Volk vielleicht heute tun wird. In religiösem Eifer. Wenn ihr diesen gefährlichen Mann freilasst, der gegen unsere geheiligten Gesetze verstoßen hat. Was, das Volk? Cäsar hat verfügt, dass ich einen Gefangenen an Pessach freilassen darf. Wir lassen das Volk entscheiden, welcher der Gefangenen heute noch gekreuzigt werden soll. Schafft ihn raus und bringt ihm Respekt bei. 40 Hiebe. Petrus! Petrus! Was ist geschehen? Wo ist Jesus? Petrus! Petrus, wo ist mein Sohn? Sie haben ihn zum Tode verurteilt. Petrus, warte! Wohin willst du gehen? Ich habe ihn verleugnet. Dreimal. Mach schon! Komm! Beweg dich! Komm! Schneller! Was haben Sie ihm angetan? Thank you.
Es ist, als wüsste er, dass es geschehen muss. Du bist also ein König. Jeder König braucht eine Krone. Steh auf! Ja, du. Und du. Ja, du. Du. Du auch. Keiner Anhänger von Jesus. Du auch. Halt, halt, halt. Halt. Lasst uns durch! Schließt die Tore! Maria! Maria! Schnell gehen wir! Schnell geht! Heute beginnt das Pessachfest. Und unser Kaiser Tiberius Caesar schenkt euch eine Geste des Wohlwollens. Die Freilassung eines Gefangenen. Und ihr dürft entscheiden. Ihr habt die Wahl zwischen Barabbas, einem gefährlichen Unruhestifter, und diesem Prediger. Der behauptet, euer König zu sein. Er ist nicht unser König! Wir haben keinen anderen König außer Caesar. Ihr müsst entscheiden. Yeah, man.
und der Prophet? Wie kann denn dieser Gotteslästerer unser König sein? Kreuzigt ihn! Kreuzigt ihn! Also gut. Kreuzigt ihn! Alles ist möglich mit Gott. Zu tragen.
Rabbi. Was soll auf dem Schild an seinem Kreuz stehen, Präfekt? Schreibt es in Aramäisch, Lateinisch und Griechisch. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Er war nie unser König. Es muss heißen, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Es bleibt, wie ich es angeordnet habe, der König der Juden.
Das wirst du ganz sicher bereuen. Er ist nicht der erste Jude, den wir getötet haben. Er war anders. Er war von den Göttern auserwählt. Er dachte, er wäre auserwählt. In einer Woche wird er vergessen sein. Der Juden! Kannst du von da oben den Tempel sehen? Lass ihn in Ruhe! Vater! Vater! Vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, was sie tun! Bist du nicht der Messias? Wieso rettest du dich dann nicht selbst und uns? Unsere Strafe ist gerecht, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Gedenke, Mann, wenn du in dein Reich kommst. Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mutter, dies ist dein Sohn. Johannes, dies ist deine Mutter. Mein Gott, wieso hast du mich verlassen? Mich dürstet. Thank you.
in deine Hände. Befehle ich meinen Geist. With God, Shemira, Valma, the Bereki, Ude, Wayam Lich Mahude, Wayats Mah Pokane, Waykare Mishare. Over Halayal say Shalom Elenu, Vea Kol Almo Yisrael, Vemru Wo bist du gewesen? Du solltest sein Feld sein. Ich habe ihn im Stich gelassen. Und kann ihn nicht mehr um Verzeihung bitten. Wen suchst du? Wenn ihr ihn geholt habt, sagt mir, wo er ist. Maria. Rabbi? Geh und sag es unseren Brüdern. Ich bin hier.
hat er! Das Grab war offen. Er lebt. Nein, das ist nicht möglich. Ich habe ihn gesehen. Maria, vielleicht war es jemand anderes. Ihr denkt, ich bin verrückt? Petrus, überzeug dich selbst und geh zum Grab. Glaubst du mir jetzt? Aber er ist weg. Weg? Nein. Er ist zurück. Ein Becher. Ich brauche einen Becher und etwas Wein. Was ist passiert? Sein Körper. Sein Blut. Ich bin der Weg. Die Wahrheit. Und das Leben. Nein. Nein, das ist nicht wahr. Thomas, hör auf zu zweifeln. Sind die, die nicht sehen und doch glauben können. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der über euch kommen wird. Die Kraft des Heiligen Geistes kann bei euch sein, wo auch immer ihr seid. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Der Friede sei mit euch. Meine Brüder, meine Schwester, tun wir, was er uns aufgetragen hat. Zusammen mit Petrus trugen wir die frohe Botschaft hinaus in die Welt. Das ewige Licht leuchtet für alle Kreaturen. Aber es gab auch Dunkelheit und Düsternis. Wir wurden verfolgt für unsere Predigten. Und alle Jünger wurden getötet.
außer einem. Ich muss bis ans Ende meiner Tage im Exil leben. Allein. Aber eines Tages hoffe ich, meine Freunde wiederzusehen. Zusammen mit unserem Herrn. Die Menschen heute haben dich König genannt. Sie denken, du seist der Messias. Was glaubt ihr, wer ich bin? Du bist der Sohn Gottes. Was, wenn er es nicht ist? Wir riskieren unser Leben. Wofür? Er hat uns seine Kraft gezeigt. Wir müssen an ihn glauben. Habt keine Angst. Vertraut auf Gott. Und vertraut auch auf mich. Ihr kennt den Weg. Ihr wisst, wohin ich gehe. Das wissen wir nicht. Woher sollen wir den Weg kennen? Ich bin der Weg. Die Wahrheit. Und das Leben. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende. Mein Herr, ich habe den Tod erwartet. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Ich mache alles neu. Ja, ich komme bald. Die Gnade des Herrn sei mit dem Volk Gottes. Amen. Your baby.
Abend.